Willkommen zurück und danke fürs Dranbleiben bei Horizon Zero Dawn mit Aloy und dem Grab von Elizabeth Sobeck. Fuck. Okay, wie dem auch sei, wir haben ganz schön viel Dramatisches erfahren hier in der, ich nenne es mal, Ruhestätte von Gaia. Oder Gaia Prime. Und ja, hier haben die Leute ihre letzten... Also das war sozusagen das Zentrum, die Zentrale von Zero Dawn. Und ich bin mal gespannt. Hier gibt es noch sehr viel zu entdecken. Sehr viel Information, sehr viele Kommentare. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie geht es dir? Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten. Unerwünschte Nachrichten. Von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates. Ständige Updates. Hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig. Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein? Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo-Mädchen und seinen Panther-Anti-Mod-Verrücktheiten. Was soll er schon tun? Vielleicht einen Virus kreieren, der Gaia infiziert und damit Hades freien Lauf lässt. Oh boy, war Ted nicht der Typ, der für die Hades-Programmierung zuständig war? Der Death-Metal-Typ? Ich fand den doch noch so cool. Jetzt finde ich den langsam nicht mehr so cool. Tatsächlich wirkt das jetzt gerade auf mich, als würde er sabotieren. Ah, oh, der ist durchgedreht, der Typ. Oh, bitte nicht. Junge, die Menschheit steht auf dem Spiel. Was pflanzen wir in ihre Köpfe rein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Na komm, spring da endlich rüber. Geht doch. Vor allem, wenn wir jetzt hier rumgeistern, er kann doch sicherlich auch jeder andere hier noch rumgeistern. Was ist, wenn die Leute von der Eclipse Aloy jetzt verfolgt haben und hier jetzt auch gleich Unruhe stiften? Die wüssten, wo Gaia ist. Und die würden Hades genau zu Gaia führen. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Oh, das ist hier knapp. Das ist ganz schön tief. Hep. Aber ja, hier ist ja trotzdem immer noch alles absolut brüchig. Kann hier nicht mal jemand irgendwie das Ordnungsteam oder so ranschleppen? Dass hier mal zumindest das Nötigste gemacht wird. Also, dass man sich nicht an Arbeitssicherheit klammern kann, das habe ich ja mittlerweile schon verstanden. Uah. Okay. Puh, ich dachte schon, ich muss selber springen. Okay, da liegt nochmal irgendwas. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Oh nein, letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Nein. Mach weiter. Das war nicht der Metal-Typ.
Das war dieser Pharaoh-Typ. Oh, das kann doch nicht sein, dass der einfach so dumm ist und seinen Fehler einfach nicht eingestehen möchte. Oh, so ein Kacklappen. Mann, ey. Die gleichen Fehler doppelt und dreifach begehen. Das ist typisch Mensch. Okay, das ist irgendwie nicht der Weg. Wo ist denn der Weg? Da oben? Kann ich hier irgendwie wieder hoch? Ja, das sieht gut aus. Da drüben ist noch irgendwie sowas wie ein Gang oder sowas. Naja, oder auch nicht. Einfach nur etwas dick gepanzertes. Ich weiß nicht mal, ob wir hier... Oh, doch, wir sind hier richtig. Hier ist eine alte, verfallene Treppe. Ich glaube, von da drüben irgendwie kamen wir. Okay, da kommen wir ohne Probleme rein, würde ich sagen. Ui. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Okay, pass auf, ich gehe nochmal raus und komm nochmal rein und dann lebt ihr wieder alle, okay? Nein, ich wollte eigentlich hier rüber, weil das sah mir so aus, als ob es hier irgendwas gibt, was ich mitnehmen sollte. Und wenn es nur wieder Kleinkram ist. Vielleicht finde ich hier auch nochmal einen Datenlog, welches mir verborgen blieben sollte. Nee, nur die Kiste. Okay, schauen wir uns hier nochmal um. Ah, da ist was. Gucken wir mal. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass... hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf! Was ich sagen will, ist... Ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige. Tadellose Männer. Und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted. Das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen... Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Dieser fucking Penner. Und hallo, Tommy. Dieser... Der Typ hat schon so viel Scheiße gebaut und rafft es nicht, wann er einfach mal die Fresse halten soll. Er hat sie umgebracht.
Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Oh Mann. Bin immer noch massiv pisst auf den Typen. Hier liegen die ganzen Leute, die hinter Zero Dawn standen. Naja gut, Elizabeth nicht. Aber der Master-Überbrückung, was auch immer die bringt. Die Master-Überbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Okay. Ich frage mich echt, was diese Masterüberbrückung bringt. Vor allem muss ich jetzt den gesamten Weg zurücklaufen? Oder gibt es hier wenigstens wieder so eine Abkürzung? So eine kleine schicke. Gucken wir mal. Okay, nee, das ist eine andere Treppe. Die sind wir nicht entlang gegangen. Das heißt, hier gibt es wirklich sowas wie eine Abkürzung. Ich dachte, anfangs, wir sind von hier gekommen. Das klang nicht gut. Ah. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Wow. Das war ja knapp. Schön halten. Schön halten. Wieso will ich das Gefühl nicht los, dass da oben schon wieder diese Kacklappen sind? Was liegt da? Achso, nee. Hier sind wir schon mal runtergewandert. Ah, hier oben ist das, wo wir hochgeklettert sind. Nein, wo wir runter gesprungen sind. Das heißt, hier drüben, hier müsste es, genau, diesen Weg geben. Vielleicht führt dieser Weg auch wieder dort hoch zurück. Oder so. Nee, hier war die Energiezelle die letzte. Mit der wir unsere Rüstung geholt haben. Irgendwie müssen wir doch da hochkommen. Gibt es hier noch irgendwo eine Kletterpassage oder so? Nee, nothing. Okay. Versuchen wir hier nochmal wieder runter. Vielleicht doch da entlang. Vielleicht hier dann. Hier hoch vielleicht. Ist das der Weg? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Hopp, hopp. Ein bisschen Dunst. Geht doch. Ich weiß zwar nicht, ob das der Weg war, den wir eigentlich gehen sollten, aber es hat funktioniert. Solange es funktioniert, ist es gut. So, hier ist sonst nichts weiter. Von hier kamen wir ja schon. Aber ich muss jetzt in Silence Labor. Schön, dass du diesmal den Weg automatisch findest. Und da ist er auch schon. Wow, wer bist du? Du bist... Ach, Silence. Hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden.
Es ist so. Ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen, unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja, damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eklipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Fang einfach an. Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand. So wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran, bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf, direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas, ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titan, tief in den Dschungeln des Juwels. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen, bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren, ihre Stämme und Maschinen. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort, die umgebende Landschaft. Wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Und die Schatten-Kaja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja. Es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eklipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades genauen Vorgaben.
Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ja. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eclipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Fürwahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt. Als meine Arbeit am Fokus-Netzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht. Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus, aus dem Nora-Berg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Was du getan hast, nur um Wissen zu erlangen, Silence. Purer Leichtsinn. Aloy, dies war kein Geständnis, über das du urteilen sollst. Unglaublich. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Oh yeah. Mehr Spielzeug. Aber wir haben hier noch irgendwie Kleinkram. Verborgene Schatten. Aha, duplizierte Fokusdaten von Silence. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Barnabas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib zurück, Karja im Schatten. Falsch. Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten. Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht. Hat Araman den Gauhar nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ? Ach, er kennt die Heilige Schrift. Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, o Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee. Gehorche und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein.
Oh Mann. Diese Leute so dermaßen naiv. Bumm. Das war nicht die Taste, die ich drücken wollte. Aber das ist schon ziemlich krass, mal harte Stimme wieder zu hören. Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gewollt hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten. Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah. Es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Definiere Karja. Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig. Aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja. Das ist schon besser. Nein, das ist nicht besser. Das ist creepy. Aber nehmen wir uns mal diese Lanze jetzt an. Das klingt doch mal nice, glaube ich. Gucken wir mal, was diese Lanze jetzt kann. Ist das die Lanze? Silence-Lanze. Tatsache, das ist sie schon. Ist sie jetzt stärker als meine alte? Ich habe leider nicht drauf geachtet. Damn it! Aber ja. Ich glaube schon, der drohende Schatten. Ich muss Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Über der Turm. Ha, da hinten. Ich glaube, wir müssen jetzt den gesamten Weg nach Meridian, sage ich doch, bis nach Meridian. Und dann sehen wir weiter. Meine Güte, wir haben schon unglaublich viel entdeckt und unglaublich viel gesehen. Und wir haben immer noch, fällt mir gerade so auf, diese eine Brutstätte hier offen. Eine andere haben wir nicht mehr. Die anderen haben wir schon alle. Oder? Ich werde einfach mal alles mal kurz ausblenden, außer den Brutstätten. Wie lange hält, haben wir jetzt auch alle. So. Gucken wir mal. Ne, hier unten ist noch ein. Ne, doch, zwei haben wir noch. Die hier unten und die hier oben. Und die restlichen haben wir schon. Jetzt können wir uns mal überlegen, ob wir uns diesen Spaß gönnen und hier nochmal auf dem Rückweg einfach mal diese Brutstätte anfangen. Oder nicht? Was sagt denn der, was sagen denn die restlichen Überbliebenen hier im Stream? Habt ihr Bock auf eine Brutstätte oder habt ihr Bock auf noch mehr Story? Dann schreibt es jetzt. Ich mache eine kurze Pause. Bis gleich.